Hallo. Du kannst dich mittlerweile bestimmt schon gut auf Englisch verständigen, sagen, was du möchtest und einfache Gespräche führen. Doch was, wenn du jemandem erzählen möchtest, was du am letzten Wochenende unternommen hast? Um von Vergangenem zu erzählen, brauchst du eine weitere Zeitform, das Simple Past. Heute zeige ich dir, wann du das Simple Past verwendest, wie du es bildest, welche Signalwörter dir helfen, es zu erkennen und wie man Verneinung und Frage bildet. Schauen wir uns zunächst die Verwendung des Simple Past an. Du gebrauchst es immer dann, wenn du von abgeschlossenen Handlungen in der Vergangenheit erzählst. Dabei geht es vor allem um den Zeitpunkt, also wann etwas geschehen ist. Zum Beispiel, wenn du sagen möchtest, was gestern, vor 3 Jahren oder letztes Wochenende passiert ist. Auch wenn du eine Geschichte erzählst, kannst du das Simple Past verwenden. Sprichst du über regelmäßige Handlungen, die in der Vergangenheit wiederkehrend stattfanden, verwendest du ebenfalls das Simple Past. Damit du nicht nur weißt, wann du das Simple Past verwendest, zeige ich dir jetzt, wie man das Simple Past bildet. Dazu hängst du an die Grundform des Verbs ein ed. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.